Stelle herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen die Gäste vom FSV Frankfurt. Die heutige Partie endete vor 2800 zahlenden Zuschauern mit 3:1. Bei uns heute für Sie in der Pressekonferenz die beiden Trainer, zu meiner Linken Alexander Konrad, zu meiner Rechten Jürgen Seeberger. Wie Sie es an der Stelle gewohnt sind, darf ich zunächst den Gästetrainer um ein kurzes Statement zum Spiel bitten. Lieber Alex, wie hast du die heutige Partie gesehen? Ja, danke. Ich denke, am Anfang sind die Kickers vielleicht etwas besser ins Spiel reingekommen, so folgerichtig auch irgendwie das 1:0 gemacht. Dann mit unserem Ausgleich haben wir die Partie besser in den Griff bekommen, haben dann auch über weite Strecken gutes Spiel gezeigt. Kriegen dann eben kurz vor dem Pausenpfiff das dumme 2:1 und auch zweite Halbzeit habe ich uns dann engagiert gesehen und waren dann dran, eigentlich hätten den Ausgleich erzielen können. Gut, am Schluss sind dann eben ein paar wilde Sachen passiert, aber dann gratuliere ich heute zum Sieg, aber natürlich wahrscheinlich bei anderen Ergebnissen, ich habe sie noch nicht gesehen, alle komplett, aber wahrscheinlich hat es nicht gelangt. Und somit wünsche ich, dass wir uns hoffentlich in 2 Jahren wiedersehen. Das würde heißen, dass wir die Klasse auch im nächsten Jahr gehalten haben und die Kickers eben zurückgekommen sind. Und ja, alles Gute. Danke. Danke, Alex. Jürgen, dein Statement zum Spiel. Ja, die Enttäuschung ist natürlich trotz des Sieges groß. Klar, wir haben das gemacht, was wir machen konnten. Nochmal gewinnen und mit einer engagierten Leistung auch verdient gewonnen. Und jetzt ist der Abstieg besiegelt und ist natürlich eine riesen Enttäuschung für viele Menschen. Und das kann ich natürlich vollends nachvollziehen. Mehr gibt es an dieser Stelle von mir nicht zu sagen, weil die Mannschaft hat sich heute gut präsentiert und auch in der Vergangenheit hat sie, auch wenn sich's vielleicht jetzt doof anhört, unter meiner Leitung hat sie vieles probiert und ist nicht ganz aufgegangen. Ich denke, jetzt mal in der Kürze, war das in Völklingen, war das sicherlich der Knackpunkt, dass wir da verloren haben. Und ich denke, vielleicht da nochmal Anschluss gefunden hinten an rechten Plätzen. Vielen Dank. Danke, lieber Jürgen. Sofern es von Seiten der Medienvertreter kurze Fragen geben sollte, bitte um Handzeichen. Dem scheint heute nicht der Fall zu sein. Insoweit bleibt mir an der Stelle noch den Gästen aus Frankfurt eine gute Heimfahrt zu wünschen. Und Ihnen allen danke fürs Kommen.